Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mir gerne mit euch zusammen meinen Kleiderschrank vornehmen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es ergab sich Folgendes und zwar kriege ich nichts mehr rein. Es ist echt übel. Also doch, ich kriege noch was rein, aber ich habe ein ganz besonderes Ordnungssystem, was ich euch gleich auch nochmal zeigen möchte. Und dieses Ordnungssystem schreit mich an und sagt, Claudia, du musst ausmisten. Und da habe ich mir gedacht, okay, warum sollte ich meine Sammlungssamstagsreihe nicht auch einfach auf meine Klamotten beziehen? Deswegen habe ich mir das hier ein bisschen gemütlich gemacht. Ich habe mir in mein Schlafzimmer dieses Ringlicht mit der Kamera gestellt. Da vorne steht eine Softbox, um das Ganze ein bisschen schicker im Hintergrund hell zu machen. Und ich habe mir auch noch meine Vlogkamera genommen, damit ich euch auch nachher ein bisschen näher rannehmen kann. Ich werde das Ganze nicht im KonMari-Style machen oder wie das heißt. Das heißt, ich werde nicht alles ausräumen und dann durchwühlen und dann wieder reinräumen, weil das für mich einfach keinen Sinn ergibt. Ich mache das nach dem Claudi-Style. Nach meinem Style, so wie ich persönlich meine Sachen ausmesse. Das heißt, ich gucke mir schon die ganzen Sachen an, aber ich reiße jetzt nicht die ganze... Danke. Von allen Bügeln runter oder so. Es ist heute relativ warm. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, 25 Grad oder so. Deswegen habe ich auch einfach nur ein T-Shirt an. Ich bin ungeschminkt, denn ich drehe dieses Video an einem Sonntag. Und sonntags ist selten, dass ich mich schminke tatsächlich. Es ist einfach mal ein bisschen entspannt heute. Ja, ich habe einfach eine kurze Hose an. Das ist so eine Sporthose. Und meine Schlappen mit Socken. Das ist so richtig... Richtig krasser Style, oder? Na, das ist ja im Prinzip doch irgendwie ein Fashion-Video, aber eine Fashionista bin ich nicht unbedingt. ja, das Oberteil, das ist ein T-Shirt, das habe ich von Zara, kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Das ist total geil, das hat meine Mom damals gefunden, als wir mal shoppen waren. Ihr merkt das, ich quassel und quassel, damit ich nicht anfangen muss, ne? Furchtbar. Oh. Hier sehen wir tatsächlich den Wäschekorb, den ich heute vollkriegen möchte. Daneben übrigens die böse Waage, die mir gezeigt hat, dass ich dann doch irgendwie etwas mehr Kilos auf den Rippen habe, als ich dachte. Aber alles gut. Wenn ich nicht mehr weiter weiß oder wenn ich einfach nicht mehr kann, ist das ja der Stuhl, wo ich mich draufsetzen werde. Nein, Spaß. Also das ist eigentlich so mein Stuhl, wo ich so mein Outfit of the Day quasi abends rauslege. Ja, ich lege tatsächlich jeden Abend meine Klamotten raus. Genau. Das ist immer sehr, sehr praktisch, damit ich morgens nicht viel Zeit darauf verschwenden muss. Ja, hier haben wir meine Seite des Schlafzimmers, sage ich mal. Also ich habe einfach drei solche großen Packschränke, die haben wir hier reingemacht. Der Boden ist übrigens der Wahnsinn, ich weiß. Das ist so ein ja, Vinylboden mit Kork drunter. Den haben wir mal im Baumarkt gekauft. Boah, wo war das? Bei Thum oder beim Baumarkt Kamp? Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall richtig, richtig geil und gefällt uns auch echt gut. Ja, das ist halt unser Schlafzimmer, Bett. Ich liebe diese Fototapete. Übrigens, in dieser nahezu toten Ecke habe ich hier unser Schmutzwäschevieh stehen. Und hier oben habe ich mir so eine Schmuckaufbewahrung gemacht für Ohrringe, die ich einfach total großartig finde. Das ist so ein Bilderrahmen von Depot, wo auch schon dieses Drahtgeflecht drin war. Dann habe ich dahinter einfach Geschenkpapier gemacht und ja, das ist meine Ohrringaufbewahrung. Scharf, oder? Ich finde es großartig. Schrank Nummer 1. Ja, hier habe ich eigentlich im Prinzip so meine Wintersachen hängen. Dann haben wir hier zwei so Aufbewahrungsboxen, wo ich Schmuck und so ein Kram drin habe. Hier habe ich tatsächlich schon einen gelben Sack, wo ich aussortierte Klamotten drin habe, die ich gleich auch zeigen werde. Hier haben wir Schmuck. Hier haben wir Schubladen und zwei Paar Schuhe, die nicht in mein normales Schuhsystem gepasst haben. Widmen wir uns doch einfach erstmal dem leichten Teil, also das, was ich quasi schon aussortiert habe. Eine Schlafanzughose, die ich so sehr geliebt habe, dass sie mir irgendwann am Poppes gerissen ist. Die kommt übrigens von C&A, da kaufe ich unheimlich gerne Schlafanzüge und sowas. Dann habe ich hier zwei Tops von Esprit, die sind in der, die sind im selben Schnitt, aber in zwei unterschiedlichen Farben. Also das sind per se echt schöne Tops und ich habe die auch noch nicht lange. Das Ding ist, dass ich die nicht so ultra gut finde, weil mich das hier oben stört. Es ist schön, dass es verstellbar ist, aber das stört mich tierisch und das tut mir dann auch einfach weh und deswegen... Soll sich jemand anders darüber freuen? Die Klamotten, die ich euch hier jetzt übrigens zeige, die ich aussortiere, werden gespendet. An das Deutsche Rote Kreuz. Da haben wir nämlich bei uns in der Stadt so einen Laden. Der heißt Jacke wie Hose. Und da bringe ich dann immer gerne aussortierte Kleidung, aussortierte Schuhe hin. Und das ist ein Secondhand-Laden. Und da kann sich dann jemand bei uns aus der Stadt, aus dem Dorf, wie auch immer,
drüber freuen, der dort einkaufen kann. Genau. Ja. Außer kaputte Sachen. Die werden natürlich nicht dahin gebracht. Die werden dann quasi im Hausmüll entsorgt. Ja, das Problem, was ich bei weißen T-Shirts halt immer wieder habe, sind halt diese gelben Flecken unter den Achseln. Ne? Hier sieht man das halt auch einfach ein bisschen, diese Verfärbung, das gefällt mir dann nicht. Das hier habe ich auch sowieso nur als Schlaf-T-Shirt getragen. Ich finde es eigentlich ganz gemütlich und ganz schick, ne? Ist auch vom Schnitt her voll mein Ding. Aber ich habe das halt einfach als Schlaf-Shirt getragen und nicht als normales Anzieh-T-Shirt im Alltag. Dafür war mir das dann irgendwie ein bisschen zu poppig. Ja, dieses Oberteil habe ich mal irgendwann von Amazon gekauft. Das ist einfach zu weit. Das ist sehr, sehr flatterig und damit sehe ich aus, als hätte ich ein Zelt an. Das muss halt auch nicht sein, ne? Weil das halt sehr, sehr weit ist. Ich fand das auf den ersten Blick, als ich das gekauft habe, hupsala, ganz schön. Vor allem, weil das hinten auch so ganz aufregend ist, ne? Das ist mit so einer Schnürung. Da kannst du fast nur ein Klebe-BH drunter anziehen. Aber es hat mir auch vom Stoff her richtig gut gefallen. Weil normalerweise hast du das oft bei Amazon-Klamotten, dass die halt sehr synthetisch sind. Und das hier war halt wirklich sehr, sehr angenehm vom Stoff. Aber wie gesagt, das ist so zeltmäßig und dann ist das nicht meine Welt. Ich guck mal, ob ich irgendwo sehe, was für eine Zusammensetzung. Du hast ja auch nicht wirklich Schildchen drin, ne? Du hast hier nur ein Minischildchen, wo S draufsteht. Ansonsten nix. Das hier ist eigentlich ein wirklich schöner Pulli. Den habe ich damals von Bonprix gekauft. Ich glaube davon habe ich noch welche, aber in einer anderen Farbe. Das ist jetzt schwarz, der ist so in so einem Lagenlook. Ist halt so wollmäßig, ne? Sieht man das? Man sieht es schlecht. Ich kann jetzt auch im Hochsommer nicht so dicke Klamotten anziehen, Leute, dann zerfließe ich hier. Auf jeden Fall hat der richtig schön lange Arme und der ist auch generell ziemlich lang. Also fand ich immer echt schick. Das Problem ist, wir haben einen weißen Hund. Und du siehst einfach jedes einzelne Hundehaar auf diesem Oberteil. Und das hat mich einfach gestört, weil ich will nicht mein Leben mit einer Fusselrolle verbringen müssen. Ich kann dieses Oberteil, wenn ich es finde, noch irgendwie verlinken. Das ist ein richtig, richtig toller Pulli. Der macht einen schönen, also der ist wirklich schön figurbetont. In der Farbe habe ich den echt in 32, 34. Krass. Okay, habe ich mir ein bisschen klein bestellt, wa? Naja, aber ich finde den total super und halt ein schöner Winterpulli. Aber wie gesagt, mit einem weißen Hund, der auch hart wie Bolle, macht das keinen Spaß. Ja, das hier habe ich aussortiert und mir auch direkt neu gekauft, weil das halt mittlerweile doch ein bisschen Uppe ist. Es ist ziemlich verwaschen. Das ist so mein Lieblings-Winterkleid vom Style her. Das habe ich euch auch im Winter immer wieder verlinkt. Das ist echt großartig, ne? Ich liebe das. Ich habe das in verschiedenen Farben und das hier ist halt das in Rosa. Aber das ist sehr, sehr verwaschen und die Kordeln hier sind schon fast weiß. Die haben sich schon ziemlich aufgelöst, aber ich habe es mir direkt nachgekauft. Das werdet ihr gleich auch sehen. Ist im mittleren Schrank drin bei den Kleidern. Und ja, ich liebe es einfach. Es ist super für Frühling, Winter und Herbst. Und für sehr, 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 sehr kalte Sommernächte. Aber ich finde, das ist einfach, weiß ich nicht, es fühlt sich halt nicht so synthetisch an oder so. Es ist wirklich super weich und super angenehm. Und ich habe auch gehört, also ihr habt mir das immer wieder geschrieben, dass viele sich das auch nachgekauft haben. Verlinke ich euch mal auch in der Infobox drin. Ja, mache ich. Ja, da kannst du einfach eine Leggings drunter anziehen und fertig ist die Laube. Hat eine super Armlänge, hat eine super Länge an sich und ich mag dieses Oberteil richtig gerne. Das hier ist jetzt aber verwaschen und einfach aufgetragen und wie gesagt, habe ich mir nochmal neu gekauft. Dieses T-Shirt von H&M habe ich mir tatsächlich in einer viel zu kleinen Größe gekauft. Das habe ich in XS gekauft. Das ist mir einfach zu klein. Es ist mir zu kurz. Also man sieht es vielleicht auch. Ne? Das ist sehr, 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 sehr kurz. Es gefällt mir dann auch einfach nicht. Und es ist dann auch sehr, 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 sehr eng. Hat so süße Volant-Ärmel, was ich echt hübsch finde. Ich mag das Muster. Aber ich wollte es unbedingt damals haben. Und dann gab es nur noch XS. Und dann habe ich einfach aus Frust XS mitgenommen. Manchmal packt man sich einfach an den Kopf, ne? Aber naja, jetzt soll sich jemand drüber freuen, dem das auch wirklich passt. So, dann habe ich noch drei Teile in meiner in meinem gelben Sack. Und zwar von Zara müsste das sein. Ich habe nämlich hier oben die Schildchen rausgetrennt, weil die mich tierisch genervt haben. Das sind so Basic Tops, aber halt in ultrasynthetisch. Ne? Das ist habe ich mir zu einer Zeit geholt, wo ich auch so einen leichten Ansatz von Waschbrettbauch hatte, weil ich auch Sport gemacht habe und da sehr, sehr aktiv unterwegs war. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Da spannen die dann doch etwas mehr, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Die machen also schöne Hoopies, die machen auch ein schönes Dekolleté, weil ich mag diesen Rundhalsausschnitt auch richtig, richtig gerne. Als ich hier oben die Schildchen rausgetrennt habe, war es auch sehr angenehm, das Ganze zu tragen. Aber ich muss wirklich sagen, ja, ich bin, also hab genug davon.
weil man sich doch ein bisschen fühlt wie Wurst im Pelle damit. Habe ich, glaube ich, auch in der Größe S oder so gekauft und dann ist es halt ein bisschen zu klein, ne? Muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also das habe ich halt einmal in Rot, was ich jetzt aussortiere. Guck mal, hier sieht man das noch. Da habe ich noch das Schildchen drin. Ne, das klappt sich vor allem dann auch irgendwann ganz uncool nach hinten. Und dann hast du es halt, das sieht total doof aus. Also eine ganz blöde Stelle für dieses Schildchen. Ja, in blau-weiß gestreift habe ich das auch gehabt. Und dann nochmal in dunkelblau. Und daran, dass diese Schildchen dann noch drin sind, sieht man auch, dass ich sie ungefähr nicht so gerne getragen habe. Denn bei den anderen, die ich wirklich ständig getragen habe, vor allem die weißen, die ich so als Unterzieh-T-Shirts, Unterzieh-Tops genommen habe, habe ich das überall rausgetrennt. Ja, genau. Die habe ich eher selten getragen. Und jetzt kommen wir ans Eingemachte und zwar ans wirkliche Aussortieren. Jetzt live vor der Kamera. Bei den Hängesachen ist meine Taktik tatsächlich, dass ich immer, wenn ich etwas gewaschen habe und wieder in den Schrank reinhänge oder wenn ich es angezogen habe und dann wieder in den Schrank reinhänge, das immer links aufzuhängen. Das heißt, es schiebt sich alles dann immer weiter durch. Das heißt, auf der Seite befinden sich die Sachen, die ich Ewigkeiten nicht mehr getragen habe. Außerdem ist in diesem Ordnungssystem, was hängend ist, dass ich eigentlich alles nur auf solchen Stoffbügeln aufhängen möchte. Da habe ich mir eine gewisse Anzahl von Stoffbügeln mal bei Amazon bestellt. Kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Und alles, was sich nicht auf diesen Stoffbügeln befindet, ist sowieso über. Das heißt, bei den Sachen, die ich jetzt heute neu aufgehangen habe, habe ich schon die Bügel von meinem Freund gemopst, der jetzt auch schon wieder akute Bügelnot bei sich hat. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal durch. Dieses Oberteil hängt ganz, ganz weit rechts. Das heißt, eigentlich habe ich diesen Cardigan schon ewig und drei Tage nicht mehr getragen. Aber ich finde den eigentlich wunderschön. Ich weiß nicht, warum ich den schon so lange nicht mehr getragen habe. Das ist ein bisschen schade. Ja. Aber spricht ja eigentlich für sich, oder? Ich will den aber nicht aussortieren, deswegen, der bleibt. Ich finde den eigentlich voll schön, weil der hat eine Kapuze. Ich mag das. Ich werde den jetzt nochmal so ein bisschen im Winter testen. Und wenn ich den wirklich nicht im Winter trage, jetzt haben wir Sommer, okay, aber wenn ich den jetzt wirklich auch nicht irgendwie demnächst mal trage in diesem Jahr, dann darf der wirklich gehen. Aber eigentlich ist der voll schön. Ist eigentlich auch voll optimal. Da kannst du was drunter ziehen und so und dann ist es irgendwie alles schick. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil der halt echt sehr, sehr lang ist, ne? Aber eigentlich ist es auch eine schöne Geschichte, dass man den einfach nur so drüber wirft. So als Herbstjacke, Übergangsjacke. Keine Ahnung. Mir blutet das Herz, weil ich weiß, dass diese Nagetano-Pullover, dass ich sie liebe und dass die eigentlich richtig teuer sind. Man kriegt sie auch gar nicht mehr. Den einen oder anderen findet man vereinzelt auf Amazon, aber für total überteuert. Das heißt, ich glaube, dass ich den hier tatsächlich gar nicht weggeben werde, sondern bei eBay reinstellen werde oder so, dass ich den da einfach versuche zu verkaufen, weil der ist so toll, aber ich trage ihn einfach nicht, weil ich mag keine Oberteile, die hier so zu sind, weißt du, das, ich habe lieber dann separaten Schal oder so, aber ja, und der ist eigentlich voll toll, dieser Sweater, wie auch immer man das nennen mag, dieses mega coole Oberteil. Der hat nicht wirklich eine Kapuze, das ist eher so angedeutet, hier so einen dicken Kragen, ich guck mal, ja, Nagetano hat er irgendwie Brave New World, Größe M, ich glaube, da habe ich 60 Euro, 70 Euro für bezahlt. Der wird aussortiert, aber verkauft. Ein bisschen Monetas brauche ich ja auch, damit ich demnächst mal wieder shoppen kann. Hier weiß ich auch, dass ich den weggeben werde. Also, dass ich den tatsächlich auch in die Kleiderspende geben werde. Auch der ist von Bonprix, genau der gleiche wie eben auch in Schwarz. Jetzt sieht man das wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Das ist jetzt einfach in Grau. Den habe ich mir auch tatsächlich schon mal nachgekauft. Ich finde dieses Oberteil so, so, so schön. Mein Problem, ich schwitze halt echt viel, ne? Das heißt, hier unter dem Grauen sieht man dann schnell bei mir Schweiß und ja, gleichzeitig hast du hier halt auch die Hundehaare dann immer wieder drauf. Das heißt, dieses Oberteil wird aussortiert. Schweren Herzens, weil ich das echt toll finde und das sehr, sehr schön meine Figur betont. Aber es muss sein, Claudi. Wir sind hier nicht zum Spaß. Wir sind hier zum Kleiderschrank aussortieren. So. Das hier habe ich mir mal gekauft, als es halt richtig kalt war.
Und das habe ich von 77 Online Shop. Das ist auch eigentlich ein richtig geiles Oberteil. Das ist eine Weste in so einem Fake Fur. Hast du nicht gesehen? Also man sieht definitiv, dass es kein echtes Fell ist oder so. Ne? Es ist halt einfach mega kuschelig und hat eine riesen Kapuze. Ich liebe riesen Kapuzen. Ich stehe da total drauf. Und dann kann man das halt hier zumachen mit diesen riesengroßen Knöpfen. Und ach, das sieht so schön aus, ne? Und das hat hier auch so mega praktische Taschen, die hier unten übrigens auch ein Loch haben. Läuft. Super praktisch, ne? Wenn man alles verliert. Aber gut, ich mag das eigentlich so gerne. Aber so kalt, dass ich das tragen müsste, wird es eigentlich nicht. Das heißt, das hier wird auch aussortiert. Das nimmt einfach auch richtig viel Platz im Schrank weg. Auch wenn das richtig, richtig toll ist. Ich mag das eigentlich voll. Das ist so flauschig, ne? Aber ich trage es nicht mehr. Weg. Rock Angel. Love to wear it. Ja. Jemand anderes muss es lieben, dieses Produkt zu tragen. Das ist so ein ganz klassischer Riesenpulli, Hoodie, wie auch immer man das nennen mag, von H&M habe ich mir den gekauft. Das ist eigentlich eher so mein, ja, Größe M, genau. Das ist mein Pulli, den ich anziehe, wenn ich irgendwelche Sachen mache, zum Beispiel renovieren oder Gartenarbeit oder so. Und wenn es halt ein bisschen kälter ist, ist halt ein Hoodie, ne? Hat eine Kapuze mit dabei, deswegen wird der auch auf jeden Fall bleiben. Den habe ich damals auch immer zum Reiten angezogen. Also ja, ich habe damals eine ganze Zeit geritten, wurde mir dann aber leider von der Frauenärztin abgeraten, weil ich zu krasse Muskeln an Stellen aufgebaut habe, wo sie nicht hingehören. Es ist total weird mit meinem Körper, Leute. Ich sag euch das, da will man mal Sport machen. Jetzt mal ohne Witz, ne? Hat auch was gefunden, was einem Spaß macht und wo man zusammen mit der Mutter was machen kann, weil meine Mama hat damals auch da geritten. Und dann geht man zur Frauenärztin und die sagt, nee, nee, Frau von und zu, ihre Beckenbodenmuskulatur ist leider zu intensiv geworden. Deswegen haben sie auch leider ein bisschen viele Schmerzen und sollten aufhören zu reiten. Ja moin, that's my life. Sport ist Mord, trifft es tatsächlich. Okay, das mal als kleiner Disclaimer. Auf jeden Fall ist das so ein super praktischer Pullover, der auf jeden Fall bleiben wird. Ne? Das ist, den braucht man halt irgendwie. Ja. Ihr seht, wie gern ich die mag. Ja, aber auch da musste ich feststellen, auch wenn der ein bisschen dunkler ist, ich schwitze. Und lila ist jetzt eigentlich auch echt nicht meine Farbe. Ne? Also der lässt mich schon sehr, sehr blass aussehen. Und ich glaube, das ist fast das einzige lila Kleidungsstück, was ich besitze. Ist auch sehr interessant. Aber der wird auch aussortiert. Ich mochte den echt gerne. Ich glaube, die habe ich auch schon Ewigkeiten, ne? Diese Pullis von Body Flirt, also von Bonprix. Und ich glaube, die hatte ich sogar gekauft, bevor wir noch Sammy bekommen haben. Also die sind schon 5 Jahre alt oder so. Also, ne? Noch so ein Hoodie-Ding, ne? Ja, wir sind ja noch bei den Winterklamotten, Leute. Das Video hier wird wahrscheinlich Ewigkeiten lang. Tut mir leid. Ja, der wird auch aussortiert, weil er mir einfach zu eng geworden ist. Und deswegen wird er aussortiert. Ich fand den eigentlich auch total praktisch, weil große Kapuze, ich liebe große Kapuzen. Der hat Plüsch innen drin, was ich auch total feier. Ich habe den auch schon in sehr, sehr vielen Videos getragen. Aber ich habe andere Hoodies, die ich lieber mag. Und ja, der wird jetzt aussortiert. Es wird einfach Zeit. Auch wenn er türkis ist und flauschig und toll und keine Ahnung. Und ich habe keine Ahnung, wo ich den her habe. Glaube ich auch von 77. Der ist hier halt in den Ärmeln nicht ganz so flauschig wie hier oben. Aber der ist schon toll. Nein, der wird jetzt aussortiert. Rexo Fashion and More in der Größe S. Keine Ahnung. Löst sich auch schon im Wohlgefallen auf. Es ist nicht mehr das jüngste Modell. Auch dieses Schweinchenrosa Oberteil von H&M wird aussortiert, weil es einfach total verwaschen ist. Es ist bei weitem nicht mehr so schön, wie es mal war, auch wenn mir der Schnitt unheimlich gut gefällt. Also ich mag diese chilligen Ärmelchen, ne? Also habe ich auch oft in Videos getragen, habt ihr auch öfters gesehen. Aber das ist jetzt mittlerweile so verwaschen, dass es jetzt einfach gehen muss. Super praktisch, auch im Frühling, im Herbst, wenn man da einfach nur eine Leggings drunter anzieht. Aber es muss gehen. Boah, es fällt mir unheimlich schwer. Ihr wisst gar nicht, wie schwer mir das hier heute fällt. Das ist echt furchtbar. Diesen Hoodie werde ich tatsächlich behalten. Der sieht zwar echt billo aus und fühlt sich auch echt billo an, aber er ist einfach gemütlich und es ist so ein richtiger Chill-Hoodie-Gedöns. Ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich den her habe, aber er ist sehr, sehr plastikmäßig vom Stoff her, Leute. Von innen ist er aber einfach Leo und voll weich und voll fluffig und ich mag den eigentlich voll gerne. Deswegen darf der halt einfach bleiben, ne? Auch die Ärmel, das ist schön lang und so. Ich glaube, ich habe mir den auch einfach 1-2 Nummern zu groß bestellt, was ich bewusst gemacht habe. Aber auch hier ist es so ein Amazon-China-Oberteil, wo ich keine Ahnung habe, wo es herkommt, aber es bleibt.
Auch diesen Pulli habe ich des Öfteren in Videos getragen und ich mag den eigentlich auch echt gerne, aber auch er ist sehr, sehr verwaschen. Das sieht man zum einen durch diesen Grauschleier da drauf, zum anderen fühle ich das halt so richtig, ne? Der ist jetzt von H&M, müsste der sein, ja, in der Größe M, mit so einem schönen Zopfmuster. Eigentlich mag ich den richtig, richtig gerne, aber er ist halt wirklich verwaschen, der ist auf und Neues muss her. Auch dieses Oberteil oder eher Kleid wird bleiben, das ist halt grenzwertig, ne? Hier oben ist es halt relativ eng, aber trotzdem geht es noch gerade so. Vom Stoff her fühlt es sich auch eher so lala an. Es hat hier auch so niedliche Puffärmelchen und es ist halt ein kleines Hoodie-Kleid, was ich ganz süß finde, zusammen mit einer Leggings kombiniert, kann man damit auch einfach sehr, sehr gemütlich den Feierabend genießen, sage ich jetzt einfach mal dazu. Gleichzeitig ist es schon ein bisschen figurbetont. Die Taschen hier drin, die kannst du nicht wirklich ernst nehmen. Es sind so Mini-Taschen, da kannst du vielleicht ein Labello reinpacken oder so. Ja, ansonsten finde ich das ganz niedlich. Deswegen darf es auch bleiben. Ich hätte gerne gehabt, dass hier die Arme etwas länger sind und vielleicht auch etwas weiter. Dann wäre das Ganze etwas gemütlicher gewesen. Aber ja, ansonsten mag ich das ganz gerne. Das ist auch ein Oberteil von Amazon. Wow, guck mal, wie viel Platz ich jetzt da habe. Großartig. Also das sind jetzt die Oberteile, die auch geblieben sind. Klar, mein Bademantel, ich liebe ihn und ich trage ihn jeden Abend und manchmal trage ich ihn auch viel zu lange, sodass mein Freund mir auch schon mal den Spitznamen Bademantel-Lady gegeben hat. So ziemlich mein Lieblingshoodie und hier noch so ein paar Basic-Oberteile, aber das ist halt das, was bleiben durfte. Vieles davon habt ihr auch schon in Videos gesehen und ja, aber das sind so die Sachen. Entschuldigung fürs Wackeln übrigens, die jetzt bleiben durften von den, ich sag mal, Winterklamotten, den warmen Klamotten und jedenfalls dem, was ich hier so aufhänge. Trotzdem wollte ich euch einfach mal hier komplett einmal durchnehmen, weil ich durchnehmen vor allem, ne, mit euch einmal komplett durchgehen, dass ihr einmal seht, was hier so drin ist, aber jetzt nicht auf jedes einzelne Teil eingehen, weil sonst würde das Video wahrscheinlich viel zu lange werden. Ich bin schon ein bisschen außer Puste, bitte. Ich sollte hier mal so langsam das Fenster aufmachen, denn es ist hier ganz schön warm drin. Genau. So, das ist immer dieser satisfying Moment, wenn man alles rüberschiebt und sieht, wie viel Platz man daneben noch hat. Hier habe ich übrigens meine ganzen Gürtel hängen. Genau, falls es irgendwen interessiert, das ist eigentlich eine Krawattenaufhängegeschichte. Ja, so. Etwas außer Puste, aber wir schaffen das schon. Ha. So, dann gucken wir mal in die Schubladen. Hier habe ich eigentlich ein ganz super tolles Ordnungssystem, was ich jetzt eigentlich nicht weiter, ja, worauf ich nicht weit eingehen muss, sage ich mal, weil hier sortiere ich permanent aus. Das heißt, bei den Oberteilen und so werde ich eher weniger aussortieren, also was ich jetzt nicht aufgehangen habe. Und zwar habe ich hier bei den Tops 4 Stapel, jeweils 5 Oberteile maximal. Und immer, wenn ich mehr als 20 ja insgesamt hier in dieser Schublade habe, wird etwas aussortiert. Deswegen habt ihr jetzt auch in der gelben Sacktüte schon einiges gesehen, was ich im Vorfeld schon aussortiert habe. Ansonsten sind hier einfach nur ganz normale Basic-Oberteile, was man halt jetzt nicht so aufhängen muss. Ne? Teilweise sind das irgendwelche Unterziehviecher, teilweise irgendwelche Schlafviecher. Aber ja, und hier oben habe ich so meine ganzen Füßlingsocken drin, auch nichts Spektakuläres, und ein Brillenputztuch. Ja. Aber hier wird, wie gesagt, nichts aussortiert. Hier haben wir die zweite Schublade und die besteht aus T-Shirts und 3/4-Ärmel-Oberteilen. Auch hier habe ich das Ordnungssystem 1, 2, 3, 4 Stapel und jeweils 5 T-Shirts sind maximal hier zu finden. Und auch hier wird nichts aussortiert, weil muss nicht, ne? Also das muss einfach nicht. Nö, da sind Sachen, die ich so im Alltag trage. Sachen, die ich im Garten trage, aber nichts Spezielles. Und das hier sind einfach nur 2 3/4-Ärmel-Oberteile. Genau. Und hier habe ich meine ganzen normalen Socken für den, den es interessiert. Also ich habe hier immer, das sind so meine Sockenablagefächer halt einfach davor, weil hier ist einfach so viel Platz. Und da habe ich mich gefragt, ja, was mache ich denn damit? Natürlich könnte man das jetzt auch alles schön aufführen. Hier haben wir die dritte Schublade und hier verbirgen sich zum einen 1, 2, 3 Stapel mit normalen Pullovern und meine Weihnachtspullover. Wer meine Adventskalenderreihen kennt, weiß, die werden dann auch immer zum Einsatz kommen. Also die sind auch schon ziemlich Opa mittlerweile. Also wenn man sich mal dieses, ich weiß nicht, ob die Kamera das auffängt. Das ist schon sehr, sehr verwaschen und mitgenommen, der Stoff.
Naja, vor allem wenn diese Adventskalenderzeit kommt, dann wird er ja auch am Tag immer wieder benutzt und dann auch immer wieder gewaschen und hast du nicht gesehen. Also von daher, der macht viel mit. Dann habe ich hier meine ganzen dicken Wintersocken, die ich aber auch unheimlich gerne abends nach dem Duschen anziehe. Auch im Hochsommer, also sorry, also so selbstgestrickte Sachen wie das zum Beispiel und das. Und das ist auch selbstgestrickt. Genau, als auch so ganz normale Geschichten von Amazon und hier so ganz flauschig. Oh, die, sowas oh, trage ich jetzt auch so ziemlich, ja, im Hochsommer bei 25 Grad Außentemperatur läuft. Okay, ja, hier sind halt wie gesagt auch einfach nur so basic-mäßig Oberteile. Ich kann mal gucken vielleicht, ob da irgendwas von weg kann, aber ich glaube eher weniger. Und wie gesagt, die zwei Weihnachtspullover. Und das hier ist meine unterste Schublade, die unterste Schublade. Nein, also hier sind so Schlafsachen drin, also hier sind Oberteile. Das ist einfach ein, ja, ein Nachthemd, Leute. Es ist kurzärmlich und ich lieb's. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Queentex, das müsste von Aldi kommen. Ich glaube, das kommt von Aldi. Hier hinten habe ich auch einfach Schlaf-T-Shirts. Das hier sind, ist die gleiche kurze Hose wie die, die ich gerade trage. Nur halt, ich glaube, von Adidas und die hier ist von Kiltek oder so, keine Ahnung. Dann habe ich hier einfach so Chillhosen, die ist von Chiquelle, die ist von Aldi oder Lidl oder Amazon, weiß ich nicht. Das ist meine Elefantenhose, die ich einfach liebe. Das hier sind so lange, nicht Freizeithosen, sondern tatsächlich so Sporthosen, die ich aber eigentlich als ja, Chillhosen anziehe, weiß nicht. Ne? Und das hier sind meine Pyjama-Hosen, nichts Spektakuläres, Leute. Das sind Pyjama-Hosen, dicke, dünne, kleine, große, muss ja, ne? Und halt ein Schlaf-T-Shirt, also ein weiteres Schlaf-T-Shirt. Jo, das ist einfach meine Gemütlichkeitsschublade, wenn ich sie mal so nennen darf. Tada! Es geht weiter. In diesem Schrank befinden sich hauptsächlich meine Kleider. Dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, dass es total cool wäre, diese zwei Viecher von Amazon zu kaufen. Für Ohrringe oder so, aber die sind nicht so geil. Weil, naja, ich müsste das hier oben mal vielleicht festkleben, weil es lässt sich doch sehr leicht lösen. Dann sind die halt auch nicht so gerade und eigentlich wollte ich die am liebsten im Badezimmer stehen haben, aber da passen die leider nicht in den Schrank, deswegen ist es leider doof gewesen. Ja, okay. Egal. Hier unten habe ich in der ersten Lage meine Bettwäsche. Da ist jetzt aktuell halt die Sommerbettwäsche drin, was die Alternative ist zu dem, was wir jetzt gerade halt drauf haben. Und die, die da unten, also die da ist, die kommt glaube ich vom Aldi oder so. Das ist so eine Sommerbettwäsche einfach mit Vögeln. Und sie ist bunt. Genau, und hier haben wir dann ganz viele Taschen drin. Dann haben wir da in der Schublade so, ja, ein paar Röcke und Leggings und hier unten, das ist so eine ganz grausige Schublade, da kommen wir nachher zu, da sind meine Seidenstrümpfe drin, hat Omi immer dazu gesagt. Nein, das sind so Perlonstrümpfe und Strumpfhosen und so ein Kram. Auch bei dem Schrank habe ich das gleiche System wie bei allen anderen, der beiden anderen, der drei Schränke. Und zwar, ja, packe ich immer alles, was frisch gewaschen ist, auf die linke Seite, sodass sich alles immer durchschiebt und ganz rechts sind dann halt die Sachen, die, ja, schon lange nicht mehr getragen wurden. Da hängen auch ein paar Abendkleider drin, die da kann ich mich einfach nicht von trennen, weil die einfach schön aussehen. So, ja, aber die großen und die langen Abendkleider, die befinden sich gar nicht in meinem Kleiderschrank hier. Da habe ich einen extra Schrank für. Vielleicht kommen wir da nochmal zu, aber ich glaube nicht in diesem Video. Ja, das Kleid wird natürlich nicht aussortiert, ne? Das ist halt ein Abendkleid, ich liebe es. Das hat meine Mama mir mal beim Shoppen gekauft oder ich habe es mir gekauft, das weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich auf ihrer Hochzeit getragen, genau. Das ist hier oben mit so einer ganz groben, wunderschönen Spitze und hier unten ist es so Walle-Walle-mäßig. Und das ist nicht zu kurz und nicht zu lang und das finde ich halt so wundervoll. Dann hat das hier auch noch eingenäht, so, ja, Kram halt, ne? Das du theoretisch auch gar kein BH brauchen würdest. Ich habe das, glaube ich, mit Klebe-BH getragen. Dürfte von Only kommen, weiß ich jetzt gerade aber nicht. Ja, weil ich meine, dass ich natürlich alle Schildchen rausgeschnitten habe, die mich hätten stören können. Das hat halt noch so ein Unterkleid runter und so. Doch, das, da ist ein Schild. Ich sehe was. Moment. Only. Genau, das ist von Only. Habe ich in der Größe 36 und ja, hier drüber hast du halt so ein, ich habe keine Ahnung, wie dieser Stoff heißt, so ein Meshstoff heißt es, glaube ich. Und darunter ist halt so Baumwollstoff-Unterkleid, dass du halt nicht so nackelig bist, genau.
Das ist so mein kleines schwarzes mit Wow-Effekt, weil das hat den tiefsten Ausschnitt ever. Also da kannst du auch keinen normalen BH drunter anziehen. In der Theorie gar kein BH, weil der hier auch tatsächlich auch Polsterung drin hat. Das ist hier auch noch verstärkt mit so Bügeln und das kommt, glaube ich, von H&M, oder? Nein, das kommt von Style Boom. Dann habe ich das von 77 Online Shop oder so gekauft, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es einfach ein richtig sexy Kleid, Leute. Ha. Das habe ich mal auf einem auf einer Hochzeit getragen. Auf jeden Fall finde ich das super heiß. Für den Sommer 2020, sprich für jetzt, habe ich mir vorgenommen, eigentlich, dass ich dieses Teil mal ausführen wollen würde. Und zwar ist das ja ein Jumpsuit. Leute, ich habe aber keinen Anlass, den zu tragen. Vielleicht trage ich den einfach mal aus Trotz im Büro. Ich weiß es nicht. Ich habe mir den vor ein, zwei Jahren gekauft, weil ich den einfach wundervoll finde. Aber ich finde einfach keinen Anlass. Es ist halt ein schöner schwarzer, der hier auch so Taschen hat und eigentlich saugemütlich ist. Boah, dass du hier immer so einen halben Dingst mit drin hast, rohem Haaren. Von H&M kommt der. Na, guck mal. Ja, und den möchte ich auf jeden Fall mal ausführen dieses Jahr. Doch, komm. Ich brauche nur einen Anlass dafür. Dieses Kleid werde ich glaube, in meinem Leben niemals aussortieren. Das habe ich mir gekauft auf einem türkischen Bazar. Und zwar war ich mit meiner Mama im Herbst 2010 im Urlaub, nachdem meine Eltern sich getrennt haben. Also die haben sich im Sommer 2010 getrennt, dann sind meine Mama und ich ausgezogen. Und dann haben wir uns einfach mal einen Urlaub gegönnt. Den hatte ich tatsächlich schon zu meinem Geburtstag im Mai geschenkt bekommen. Und im Juni haben die sich dann getrennt. Das war echt super. Auf jeden Fall sind wir dann in den Herbstferien in die Türkei geflogen. Es war eine wundervolle Kaffeefahrt. Es war echt großartig, nur mit grauen Menschen, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, meine Mom und ich, es war eine geile Tour, Leute. Auf jeden Fall war es irgendwann so warm und ich hatte einfach keine Sommerkleidung mit. Und wir hatten irgendwie einen coolen Abend, wo wir auch irgendwie eine Veranstaltung hatten. Und dann habe ich mir auf dem Bazar halt dieses Kleidchen geholt. Und ja, es ist einfach, ich liebe es, Leute. Und ich trage das auch im Sommer rauf und runter. Ich trage das dann auch einfach ganz freizeitmäßig. Einfach mal ohne BH und dann ganz entspannt und tüdelü, ne? Ja, keine großartige Qualität, aber ich liebe es einfach. Dieses Kleid von H&M habe ich seit 2011 oder so, oder 2010. Auf jeden Fall, ja, es ist so ein Kleid, wo man darunter halt ein T-Shirt oder irgendwas Langärmliches anziehen kann. Ich werde es jetzt aber aussortieren, weil ich greife da nicht mehr zu. Ich mag es nicht mehr. Es engt mich ein beim Atmen. Also hier ist es ein bisschen zu eng geworden. Frag mich nicht, warum. So viel exorbitant mehr sind meine Hupis nicht geworden. Auf jeden Fall fühle ich mich damit einfach nicht mehr wohl. Und deswegen, ja, darf es gehen. Auch wenn das richtig schön ist, ne? Also das hat auch ein tolles Unterkleid gehabt. Das hat eigentlich hat es mir richtig gut gefallen. Und ich weiß noch, als ich in einer Firma angefangen habe, ja, manche Sachen verbinde ich auch mit sentimentalen Ereignissen. In einer Firma, wo ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt habe, als ich dann in der Zentrale war, um halt quasi die Einarbeitung zu bekommen, habe ich dieses Kleid getragen, als ich mich den Leuten da vorgestellt habe. Das weiß ich einfach noch. Und das habe ich eigentlich immer damit verbunden. Deswegen habe ich es nie weggetan, weil das einfach eine so, so schöne Zeit war. In einer so tollen Filiale, wo, keine Ahnung, die Kollegen, Außendienst, Innendienst und alle drumherum. Es war wie eine große Familie. Es war echt schön. Und ja, trotzdem tue ich es jetzt weg. Das ist mein Erinnerungsstück daran quasi. Ich habe noch so ein Teil, ne? Aber das hier ist jetzt tatsächlich die Kleidvariante davon. Also die ist jetzt richtig lang. Das Problem ist aber, dass auch hier, man sieht es auch wieder, ne? Sammys Haare sind echt fies. Und das hier kommt einfach aus der Waschmaschine und ist nur in den Schrank gehangen worden. Trotzdem. Der junge Mann schüttelt sich einmal und schon hat man echt ein Problem. Also von daher, das geht einfach nicht mehr mit Hund. Ja, der kleine Mann hat sich überlegt, dass er jetzt auch noch irgendwie mit in den Raum möchte. Deswegen wird er mir nun schön im Weg rumliegen. Ne, Mausi? Kann das was sein? Ja, der hat die ganze Zeit an der Tür gescharrt. Und jetzt liegt er hier mitten im Raum und findet es großartig, da zu sein. Hm? Bist du mit dabei? Ja, hier verhält es sich tatsächlich genauso wie mit den anderen Pullovern vom Stoff her. Es ist ein schöner Winterpulli, den ich eigentlich auch ganz gerne trage, aber jetzt muss der... Nein, den behalte ich, oder? Oh. Nein, der wird behalten. Der ist gut. Den habe ich, glaube ich, von Galeria Kaufhof. Der ist von der Marke Mangun. Ich glaube, das ist Galeria Kaufhof. Das habe ich auch nochmal als T-Shirt. Aber ich feiere diesen Vogel hier einfach so hart, ne? Das ist... Ich mag den Pullover, der wird jetzt auch behalten. Ja, komm.
Und dann ist es egal, wenn da auch mal Sammys Haare drauf sind. Aber der ist toll. Ich mag den. Ja, der bleibt. Den Pullover habe ich mir von Wish oder Wish geholt. Der wird aber auch bleiben. Den finde ich ganz cool. Der kam, glaube ich, erst im Januar an. Der muss dann jetzt noch ein paar Mal getragen werden, tatsächlich. Aber nicht im Hochsommer. Was ich bei dem jetzt ein bisschen schwierig finde, ist, dass man halt überall diese Glitzerpunkte drin hat, weil dieses Glitzer färbt wohl ein bisschen ab. Aber jetzt nicht auf meinen Finger, aber hier auf dem Pulli an sich. Aber ich freue mich ehrlich gesagt schon richtig drauf. Deswegen wollte ich den auch gerade einfach mal zeigen, den im Winter zu tragen. Läuft. Siehste, da machst du deinen Kleiderschrank auf und weißt gar nicht, was du hast. Da habe ich hier so einen schönen Rock von, ich glaube, Tom Taylor oder so. Ja, in der Größe 38, der ist voll schön, oder? So ein schwerer Stoff. Und voll toll von der Länge her, die mag ich richtig gerne leiden. Der hat jetzt hier ein paar Flecken, deswegen werde ich den mal in der Wäsche schmeißen. Aber der hat sich gerade so zwischen ein paar Kleidern versteckt. Mensch, Claudi, was soll das denn? Diesen Rock von Gina Bignotti, das ist Ernstings Family, mag ich eigentlich richtig gerne. Mein Problem ist aber nur, dass er sich hier oben immer so umklappt. Sowohl vorne als auch hinten, also ganz, ganz merkwürdig. Deswegen wird er jetzt auch tatsächlich aussortiert werden. Der fällt aber eigentlich voll schön und ist so Walle-Walle. Aber ich habe da dann auch irgendwann gar nicht mehr zugegriffen, weil der sich halt auch so blöd hochribbelt. Und das hat mich echt gestört. Deswegen wird er jetzt aussortiert. Und hier nochmal der Beweis. Tada! Da ist jetzt der Pulli in neu. Und ja, die Kordeln sehen auch schön rosa. Also so richtig schön schweinchenrosa aus. Sie sind nicht aufgeribbelt und so. Noch nicht. Vielleicht sollte ich mal Knoten reinmachen, damit sie es auch nicht tun. Ja. Ich liebe ihn und ich habe ihn in verschiedenen Farben, das werdet ihr auch gleich sehen. In rosa, in rot, genau, so ein Weinrot habe ich noch davon. Dann habe ich so eine Art Mauve-Lila davon und grau müsste ich eigentlich auch noch haben. Ja. Auch wenn ich hier jetzt nicht allzu viel aussortiert habe, sieht es doch schon mal richtig klasse aus. Ah, Platz. Also hier sehen wir dann nochmal alles, was quasi geblieben ist. Meine, ups, ganzen Kleider, die hängen jetzt da oben zusammen. Das ist blöd zum Zeigen, aber das ist ja auch neu. Das habe ich euch entweder schon in einem Haul gezeigt oder der Haul kommt noch. Genau, das ist jetzt hier, ne? Lieblingskleid. Das hier habe ich auch. Oh, das ist jetzt eine von den Ladies umgefallen. Tadum. Ja. Oh, ich liebe meine Kleider. Das ist eigentlich ein ganz, ganz langes. Das ist halt bodenlang, deswegen schlage ich das um, damit mir das ansonsten auf den Keks geht. Das habe ich euch auch im Haul gezeigt. Und ja, man sieht es halt, ne? Ich habe Kleider in allen möglichen Farben und Formen. Das ist mein Lieblings-Sommerkleid immer noch. Oh, das ist, glaube ich, von Orsay, genau. Oh, ich liebe Orsay. Das ist so eine Hose eigentlich, tatsächlich. Die ist so zusammengenäht, aber sieht aus wie ein Rock. Ich finde das total geil. Bei dem weiß ich nicht, der macht dieses Kleid, ne? Das macht eigentlich keine schöne Figur, weil dieses Stück hier sitzt zu tief. Eigentlich müsste das höher, um eine schöne Taille zu geben, aber egal, der bleibt. Dann habe ich hier nochmal das Ganze in Rot. Das ist ein Rock, ein langer Rock. Das ist auch noch ein langer Rock. Das ist ein Kleid, was ihr auch schon öfters gesehen habt. Das ist ein Rock. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Kleid. Das habe ich auch von Orsay. Habe ich mit meiner Schwägerin in Spee, wie auch immer, mal gekauft. Das ist so richtig unten ballonmäßig. Es ist so geil. Man muss nur aufpassen, wenn man sich bückt, weil dann geht das so nach oben und dann sieht man den Popo. Das ist ein Kleid von Chiquelle, was ich auch echt schick finde. Da muss man nur aufpassen mit Schweißrändern. Das hier ist von H&M, so ein schulterfreies. Das habe ich in meinen Sammlungsvideos sehr, sehr viel getragen. Das ist auch ein Kleid von Chiquelle, was ich total liebe. Sehr dünn und sehr, sehr figurbetont, aber kaschiert auch schön. Ja, Lieblingskleid in Grau. Das ist auch von Chiquelle ein Rock, den ich toll finde, so ein langer weißer. Hier fährt jetzt gerade ein Auto vorbei. Das ist so ein halblanger Rock. Ich glaube, der ist auch... Nee, den habe ich mit meiner Mama mal zusammen gekauft, aber ich weiß nicht mehr wo. Das ist so ein Kleid, was ich schwierig finde, wegen Sammys Haaren. Man sieht es hier auch einfach mal direkt, ne? Aber es ist so schön. Von Pimki. Dann, das hier ist so ein typisches Claudia will eskalieren Kleid, wenn ich auf Party gehe. Das ist der Hammer. Das ist einfach kurz, figurbetont und das ist einfach scharf. Ja, das ist so ein schönes, gediegenes Winterkleidchen. Das ist ein ganz krasses Winterkleidchen. Den haben wir eben schon gesehen. Das ist ein Kleid, das hat meine Mama auch nochmal genauso. Das haben wir uns mal zusammen gekauft. Bei Chibo tatsächlich. Ja, das ist sehr, sehr schön. Das ist blau und das hat einen fetten Ausschnitt. Das habe ich euch auch eben gezeigt. Das hier ist so ein Mini-Jumpsuit. Auch wieder da unten. Da muss man. Ach, den trage ich nie, wenn ich aus dem Haus rausgehe. Ein langer Rock. Ein wunderschönes Kleid, was ihr auch schon öfters gesehen habt. Das gelbe Kleid, was ihr auch schon mal gesehen habt. Und dann habe ich hier noch ein rotes Abendkleid. Ein blaues Abendkleid. Das ist ein sehr, sehr kurzes, ja,
sehr sportliches Dingkleid. Ein rotes Weihnachtskleid, das trage ich tatsächlich gerne Heiligabend. Und die Sachen habt ihr eben auch schon gesehen. Und da oben ist noch so ein Jäckchen für Abendkleider. Genau. So, nach oben filmen ist ganz schön heftig, weil ich bin ja 2,73, aber da komme ich auch oben meistens nur dran, wenn ich mich auf Zehenspitzen stelle. Genau, hier haben wir noch ein bisschen Schmuck. Auch nur ein bisschen. Das ist ein bisschen Schmuck hier. Ein bisschen Schmuck da. Und dann, ja, von den Taschen muss ich eigentlich soweit nichts aussortieren. Huch, da haben wir noch so weitere Bezüge. Und das hier sind halt ganz viele Taschen und Brillenetuis und so. Aber, ne, zum Beispiel habe ich hier auch meine Kameratasche drin, wenn ich dann irgendwann mal unterwegs filmen möchte. Und da habe ich meinen Kulturbeutel, wenn ich irgendwann mal verreise. Ja, aber ansonsten sind es halt Sachen, die ich halt so im Alltag trage. Da oder hier, das ist eigentlich mehr so diese schicke Abteilung, ne? Das habe ich mal von Douglas gekauft. Das habe ich mir auch irgendwann mal irgendwo gekauft. Super. Genau, das hier habe ich mal geschenkt gekriegt. Dann haben wir dahinter diese, ich liebe diese Taschen, diese Berlin, Hamburg. Und hast du nicht gesehen, diese Städtetaschen, ne? Die sammle ich eigentlich auch. Dann habe ich dieses hier, das kam letztens von Net and Nin. Da liegt Sammy. Draußen haben die Kinder Spaß, merkst du was? Genau, diese wunderschöne Tasche, die ich echt, die muss ich noch ausführen. Dafür brauche ich nur einen Anlass, aber sonst habe ich ja eigentlich immer recht große Taschen. Genau, hier haben wir dann noch weitere Taschen. Hier, ne, sag ich doch, ich liebe diese Taschen. Berlin, geil. Ja, so Kramtaschen. Ja. Das hier sind so Einhängekörbe, das ist ja ein komplettes Packsystem, ne? Das konnte man damals so kaufen, haben wir vor etwa 4 Jahren ja gekauft. Hier habe ich meine ganzen Shorts, meine Hosen, da können wir ja mal gucken, ob da was weg kann, das werde ich gleich zeigen. Hier haben wir meine ganzen Leggings, die bleiben aber alle. Das ist hier so ein Unterziehteil, so ein BH, schlank mich tot, mit Kleid oder so, was ist das? Nee, oh guck mal, das ist so ein ganz sexy Teil. Oh, das ist ein Body. Hm. Wusste ich auch nicht, dass ich den noch habe. Aber das ist halt ein gutes Unterziehding. Kann man immer mal gebrauchen, ne? Und das hier sind halt so, ja, Miniröcke, die ich einfach auch schon Ewigkeiten habe und Ewigkeiten nicht mehr trage. Da müssen wir auch gleich mal gucken. Das ist eine Schublade, die ich ungefähr nie aussortiere, weil ich mir denke, die sind doch noch gut. Ich sortiere meine Strumpfhosen eigentlich immer nur dann aus, wenn sie wirklich kaputt sind. Also ansonsten werden sie nicht aussortiert und genau so wird das Ganze hier auch gehandhabt. Selbst wenn ich hier mal eine Türkise mit drin habe oder so. Die kann ich immer mal wieder zu irgendwas kombinieren, wenn ich da einfach mal Bock zu habe. Oder halt so eine braune oder eine graue. Dann habe ich teilweise welche mit Muster, teilweise ohne Muster. Ja, deswegen, da gehe ich eigentlich so jetzt gar nicht durch. Das ist aber einfach die unordentlichste Schublade, die sich in meinem ganzen Kleiderschrank verbirgt. Teilweise noch ganz neue, teilweise welche, die ich schon Ewigkeiten habe. Hier will ich nicht so groß drüber reden. Ja, aber wir gucken uns jetzt nochmal die zweite Schublade an, beziehungsweise die werde ich jetzt halt quasi ja, vor der großen Kamera nochmal zeigen, ne? Dass wir uns einmal den kurzen Hosen widmen und den Miniröcken. Tja, im Prinzip kann ich bei allen drei Miniröcken, die ich hier besitze, sagen, ich trage sie nicht mehr. Nö, das ist einer von H&M. Ich trage es einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ich fühle mich da einfach nicht wohl mit. Ich mag es nicht, ich will es nicht. Es kommt jetzt weg. Es ist einfach vorbei mit uns hier. Das habe ich eine ganze Zeit lang nur getragen. Immer nur Miniröcke. Aber ich will gar nicht wissen, wie lange ich diesen Minirock zum Beispiel schon habe. Ich glaube, 12 Jahre oder so. Ja, ja. Von Jessica. Also von C&A kommt der und er wird mir auch bei weitem nicht mehr passen. Und ich finde auch ehrlich gesagt diese Waschung hier hinten jetzt nicht so ultra geil. Deswegen darf der auch gehen. Und hier habe ich einfach nochmal einen Grau. Das ist von H&M einer. Oder so Anthrazit, weiß ich nicht. Auch der darf jetzt einfach mal gehen. Ich fühle mich mit sowas einfach nicht mehr wohl. Weiß gar nicht warum. Damals habe ich die echt. Jede Woche hatte ich mindestens ein so ein Ding an, ne? Keine Ahnung. Diese kurze Culotte habe ich just mal gerade neu. Die wird auch auf jeden Fall diesen Sommer sehr wundervoll ausgeführt und getragen. Die finde ich wundervoll. Ich glaube, die kommen von Chiquelle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, finde ich echt klasse. Wurde mir zugeschickt. Vielen, vielen Dank. Tolle, tolle Geschichte. Die ist einfach bequem, weil die hat hier so einen schönen Gummizug und so. Die bleibt.
da muss ich mal gucken, ob mir die überhaupt noch passt, ne? Diese wundervolle Hotpants tut nicht unbedingt viel für meine Beine, wenn ich mal ehrlich sein darf, aber sie ist einfach chillig, damit gehe ich halt gerne auch einfach mal in den Garten, wenn halt diese Hosen alle in der Wäsche sind. Ja, die kommt jetzt, glaube ich, von H&M oder so, oder von C&A oder H&M, da kommen meistens meine Hosen her, das ist jetzt die Größe 38, ich mag die. Die habe ich, glaube ich, auch von H&M. Genau, das ist die Größe 38. Die fand ich auch ganz cool. Ne? Ist halt so eine olivgrüne. Ja, muss ich mal diesen Sommer anprobieren, ob mir die so weit noch passt. Hier habe ich jetzt ein Schätzchen. Das habe ich auch schon letzten Sommer mehrfach getragen. Aber Leute, ganz ehrlich, ne? Es ist nichts, was ich jetzt so groß und viel tragen will. Das habe ich mir zu meinem 25. Geburtstag, also vor 6 Jahren, gekauft und seitdem vielleicht 3-mal getragen oder so. Das ist eine kurze Latzhose, die ich eigentlich mit der Intention gekauft habe, hey, wir machen eine Assi-Party 90er. Also 90er Jahre, das war halt unser Motto von der Party, als wir gefeiert haben. Ganz ehrlich, ich trage sie nicht, die kommt jetzt weg. Hier haben wir nun Schrank Nummer 3. Was sich hier so drin befindet, sind Blusen, Oberteile, Sommersachen, fast so. Dann habe ich da eine Schublade Unterwäsche und da sind Hosen. Da wird einiges wegkommen. Da oben habe ich so meine Taufkerze und keine Ahnung, was da noch alles rumliegt. Ich glaube auch noch Bettwäsche. Dann, ja, da an der ganz äußersten Seite ist Unterwäsche, Leute. Ja, genau. Dann haben wir hier ein paar Blazer und Blusen und Tücher. Ja, hier habe ich relativ gut aufgeräumt irgendwann und das dann auch beibehalten. Hier ist so ein Kirschkernkissen, so ein Wal. Ich glaube, das habe ich von Jana mal geschenkt gekriegt. White Swan Beauty. Ja. Der ist echt toll und der hilft einem super, wenn man so Menstruationsschmerzen hat oder so. Also echt klasse. Das ist meine Unterwäscheschublade. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht unbedingt drauf eingehen. Und hier haben wir Hosen, also so Jeans und Röcke und so. Und hier ist halt was passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Nämlich, es passt diese Hose nicht mehr auf diese Aufhänger. Ich packe immer 2 Hosen pro Aufhänger. Und ja, halt auch 2 Röcke und diese Hose hat ja einfach nicht mehr drauf gepasst und das ist traurig und deswegen muss das auf jeden Fall derbe ausgemistet werden. Derbe, derbe, derbe. Ja, das ist mein Tuchhängesystem, das habe ich von Ikea. Ich gucke mal, ob ich euch ein ähnliches davon in der Infobox verlinken kann, wenn ich das finde. Aber das ist halt dieses Klassische, was man da so findet. Da kannst du halt ordentlich Tücher aufhängen und da habe ich halt, ja, welche, die ich jetzt relativ neu habe, welche, die ich zugeschickt bekommen habe, also geschenkt gekriegt habe, wie zum Beispiel diesen wunderschönen Winterschal, der echt toll ist. Diesen schönen Sommerschal, den habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal getragen. Echt klasse. Und etwas, was ich hiervon aussortieren möchte, ist dieses hier. Das ist so ein Loopschal, der ist eigentlich ganz schön, aber der ist mittlerweile halt echt uppe. Der ist auch schon sehr, ja, frisselig, ne? Und ich finde den auch einfach zu dunkel. Ich persönlich mag einfach lieber, auch im Winter, wenn Loopschals einfach ein bisschen bunter sind. Ich mag mehr Farbe in meinem Leben. Deswegen kommt der weg. Ansonsten sieht es doch alles hier ganz fresh aus. Also hier habe ich auch nicht allzu viele verschiedene Geschichten dran. Also, ja, sind einfach nur dicke Sachen dann. Ne, dieses Tuch, das wollte ich auch aussortieren, genau. Da habe ich mir auch schon neue für geholt. Aber auch hier sieht man, dass es halt dieses Pilling hat. Und ja, auch wenn es wirklich eine schöne Farbe hat, es müsste sogar von C&A mal gekommen sein, kommt das hier jetzt einfach mal weg. Denn ich habe mir letztens ja neue geholt. Also dieses hier zum Beispiel, was ich auch sehr, sehr schön finde. Und dieses hier, das habe ich, glaube ich, die beiden habe ich, glaube ich, bei Orsay gekauft. Diese Strickjacke von C&A, von Jessica, habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Die wird jetzt aber aussortiert, weil ich habe mir letztens erst eine neue schwarze geholt. Und die hier ist jetzt einfach verwaschen. Die ist auf. Die habe ich, glaube ich, seit 2012, ja, ich glaube, da hatte ich das große Shopping mit meiner Mom, was wir gemacht haben, genau, wo ich mich für meine Ausbildung eingekleidet habe. Und ja, es ist halt einfach mittlerweile, ich glaube, 8 Jahre alt und dann darf es auch einfach mal gehen. Keine Sorge, das hier wird nicht aussortiert. Das trage ich tatsächlich richtig, richtig gerne. Wenn ich im Sommer so zum Beispiel einen schönen Grillabend bei uns zu Hause habe, dann habe ich, keine Ahnung, die hellblaue Hotpants an, die ich euch eben gezeigt habe. Und dann irgendwie so einen Top drüber. Und wenn es ein bisschen frischer wird, wenn so ein laues Lüftchen aufkommt, dann werfe ich mir dieses netzteilige Irgendwas, was ich
irgendwo mal, ich glaube auch bei 77 geshoppt habe, einfach über. Und irgendwie hat man dann trotzdem noch das Outfit an, was man sich morgens quasi rausgesucht hat. Aber man hat irgendwie ein bisschen mehr drüber und das finde ich echt klasse. Und das hat halt auch solche Ärmelchen, die ich richtig gerne mag, so Chill-Ärmel, ne? Weil die halt hier nach unten so noch weit runtergehen. Genau, Trompetenärmel, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und das ist halt schön lang und irgendwie, es macht ein bisschen warm, aber jetzt auch nicht so, dass man schwitzen würde und ich mag das gerne leiden. Oder man kann das überziehen, wenn man ein Bikini anhat und so und dann einfach was überziehen will oder so, ne? Mag ich gerne, finde ich klasse, finde ich super gemütlich. Eine Zeit lang fand ich es total fancy, solche Bolero-Jäckchen zu tragen. Und da habe ich hier einmal eins von Clockhouse und ich glaube, das andere ist von H&M oder so. Ich trage sie aber nicht mehr, deswegen kommen jetzt beide weg. Ich hatte die in Schwarz, in Weiß und ganz, ganz viele immer davon. Aber mittlerweile, ich trage es einfach nicht mehr. Und wenn mir kalt ist, ziehe ich mir halt eine lange Strickjacke an oder so. Oder eine Jacke. Da brauche ich sowas nicht mehr. Deswegen dürfen die jetzt weg. Ja, das ist eigentlich ein schönes Oberteil, aber irgendwie ist mir das zu, ich weiß nicht, zu bollerig. Ich habe auch, und auch irgendwie zu blass, ne? Also für den Zeitpunkt, wo ich das gerne tragen würde, ist mir das zu blass. Es ist so petrolmäßig. Ich habe sowas aber auch nochmal in so einem richtig schönen Royal Blau, was ich viel, viel lieber mag. Das hier kommt jetzt von S. Oliver, glaube ich. Hat auch so Flügelärmel. Ist eigentlich echt schön, ne? Aber ich trage es einfach nicht mehr. Deswegen wird auch das hier tatsächlich jetzt weiter wandern. Das ist schön lang eigentlich. Eigentlich echt klasse, aber ich greife da null zu. Ja, auch diese Bluse ist garantiert schon 8 Jahre alt. Die ist von H&M. Ich hasse Blusen. Wir haben von der Arbeit Blusen, die ich dann trage, wenn wir auf Messen sind oder so. Aber die Blusen, die ich quasi hier zu Hause habe, die brauche ich ja eigentlich nicht mehr. Das ist jetzt von H&M eine in der Größe 38. Die habe ich, glaube ich, für Bewerbungsgespräche, als ich mich zur Ausbildung beworben habe, gekauft. Die kann jetzt aber einfach mal weg, weil ich hasse solche Blusen. Das ist hier genauso ein Kandidat, ne? Die habe ich auch für meine Ausbildungsbewerbungsgespräche geholt, aber die ist, ich fühle mich so unwohl in solchen Kleidungsstücken, das ist echt furchtbar. Klar, wenn wir von der Arbeit her diese Blusen dann tragen, die auch noch im Schrank hängen, ne, dann ist es okay, alle tragen diese Blusen, dann mache ich das auch. Aber nein. Nicht in meiner Freizeit und nicht, wenn ich es nicht muss. Und selbst heutzutage, wenn man Bewerbungsgespräche hat, ich trage da keine Bluse zu, weil ich mir immer denke, die Leute sollen mich sehen, wie ich auch normalerweise auf die Arbeit kommen würde. Sprich, da ziehe ich mir dann auch einfach irgendwie eine dunkle Jeans an oder eine helle Jeans, je nachdem, wonach mir gerade ist. Und darüber ziehe ich mir dann so eine Art Bluse, aber halt keine Bluse mit Knöpfen. Ich zeige euch gleich mal, welche ich meine an. Jetzt mittlerweile, ich brauche ja keine Bewerbungsgespräche mehr machen, aber als ich vor 3 Jahren oder so wieder Bewerbungsgespräche hatte, wo ich halt, ne, hin musste, da habe ich mich auch ganz anders angezogen, als ich das damals zu meiner Ausbildung gemacht habe, als ich mich da beworben habe. Also das Leben ändert sich. Ja, als ich mich auf meinen aktuellen Job beworben habe, hatte ich tatsächlich einfach diese Bluse an. Die habt ihr auch schon öfters mal in Videos von mir gesehen. Die hier kommt jetzt von Madonna. Das müsste dann... Boah, wo kommt Madonna her? Ich weiß das gar nicht. Wo gab's das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das gekauft damals. Diese Bluse habe ich aber auch schon Ewigkeiten. Ich liebe diese Farbe. Ich finde, die schmeichelt auch so ziemlich meinem Hautton, meinem Typ irgendwie. Und die sitzt locker, die sitzt entspannt. Du hast hier keine nervigen Knöpfe. Du kannst hier eine schöne große Kette zu anziehen. Das Einzige, was mich hier halt nervt, sind die Ärmel, die sich, by the way, auch auflösen. Okay, diese Bluse muss jetzt leider aussortiert werden. Oder kann ich das nähen? Nee, das ist ja ein Bündchen, ne? Ach, sowas kann ich nicht nähen. Da bin ich zu blöd für. Na, ich mag die so gerne. Sieht man kaum. Mist. Nein, das ist eins meiner absoluten Lieblingskleidungsstücke. Ich versuche das noch zu nähen. Ich kann nähen, Leute. Ich versuche es einfach mal, das nochmal irgendwie zu retten. Und schade. Ja, weil hier, oh, das löst sich alles hier auf. Ja, das war halt auch keine... Die wird jetzt aussortiert. Die wird jetzt tatsächlich aussortiert. Auch wenn ich sie liebe über alles. Nee, die löst sich leider im Wohlgefallen auf. Weil die habe ich ja auch schon ein Weilchen. Ich hab sie so gern. Auf jeden Fall würde ich sowas zu Vorstellungsgesprächen präferieren. Och Mann, die hatte ich auch schon öfters an. Also, ne, sehr oft. Aber die kommt jetzt weg. Och Mann. Bestimmt kriege ich die nochmal nach. Von Madonna, muss ich mir merken. Die ist nämlich echt toll. Da kannst du so viel zu... Oh, ich mag dieses Mintgrün so gerne. Ich muss sie mir nachbestellen.
Das hier wäre ebenfalls so ein Kandidat, was man so als schickes Oberteil, als Alternative zu einer klassischen Bluse sehen könnte. Das hier kommt jetzt von Orsay. Das ist auch so ein gleicher Stoff wie das, was ich euch eben gezeigt habe. Es ist jetzt in dunkelblau. Blau ist ja die Farbe der Kompetenz, glaube ich. Also deswegen tragen auch unfassbar viele Menschen im Büro blau. Vor allem die Herren immer mit ihren Hemden. Und das heißt immer, wenn man blau trägt, wirkt man tatsächlich kompetenter. Wenn du rot trägst, wirkst du eher aggressiver. Wenn du rosa trägst, wirkst du so nicht anzüglicher, sondern charmanter. Also, dass man dich quasi einfach gern haben muss. Deswegen trage ich rosa, Leute. Nein, also das ist so eine Farbenlehre, die ich damals quasi auch mal mitgemacht habe, dass man quasi einfach so ein bisschen lernt, wofür stehen welche Farben. Und genau, grün, Farbe der Hoffnung, gelb, Farbe von Neid. Also da muss man dann halt, ne, schwarz, Trauer, egal. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, finde ich die einfach ganz klasse, wenn wir zum Beispiel Besuch ins Haus bekommen, also nicht hier ins Haus, sondern auf der Arbeit oder so, trage ich sowas ganz gerne. Einfach, ja, ist ein bisschen schicker, aber halt trotzdem so ein bisschen casual und um keine normale Bluse anhaben zu müssen. Tja, dieses T-Shirt oder vielmehr T-Shirt-Kleid, ich weiß nicht, ist auch wieder mit einer Story. Wobei diese Story hierzu ist leider etwas trauriger als die zu dem Kleid, was ich euch eben gezeigt habe, was ich in der Türkei gekauft habe. Denn dieses Shirt, was total bequem ist und total figurbetont und total super, habe ich halt auch vor 10 Jahren gekauft, als meine Eltern sich getrennt haben. Und das gehört zu den Oberteilen, was meine Mom hier aus dem Schrank gemopst hat, als sie ihren ganzen Kleiderschrank quasi entsorgt hat. Weil man trennt sich ja von alten Dingen, Leute, ne? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hat sie das sehr, sehr intensiv getragen. Ich habe echt mal überlegt, ihr das zu schenken. Aber mittlerweile hat sie sich selber genug Kleidung geholt, die, ne, für sie halt und so. Wir haben eine ähnliche Statur. Sie ist, ich glaube, sogar ein bisschen schmaler als ich. Und sie ist größer. Also Wahnsinn. Ja, genau. Ich mag dieses Shirt total gerne. Du hast hier hinten halt auch noch so Spitze. Dann, ja, das hier nervt ein bisschen, ne? Diese Raffungen, dass da einfach diese Bändchen sind. Da denke ich immer im Sommer, dass da eine Fliege auf meinem Arm sitzt. Aber ansonsten mag ich das total gerne. Ja, deswegen wird es halt auch bleiben. Aber es ist echt schon 10 Jahre alt, ne? Es ist krass. Von C&A. Ja, C&A ist auch echt ein Laden, da gehe ich gerne einkaufen. Dieses Oberteil darf jetzt einfach mal gehen. Ich fühle mich da nicht wohl drin, weil das halt irgendwie auch zu durchsichtig ist, zu weit ist, zu... Ich weiß nicht, ich mag es nicht. Ich mag es einfach nicht, deswegen geht's jetzt. Keine Ahnung, warum ich das nicht mag, aber wenn ich das anhabe, fühle ich mich einfach nicht wohl. Ach, wie ich das feiere, wenn es einfach so viel Platz hier gibt, ne? Ja, das ist einfach großartig. Also hier haben wir dann nochmal alle Oberteile, die quasi geblieben sind, die ich einfach richtig gerne mag, wovon ihr wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viele in meinen Videos gesehen habt. Und ja, das ist echt so ein Oberteil, ne? Ich liebe es, wirklich. Es sieht echt nicht mehr schön aus. Es sieht sehr, sehr flodderig aus. Und ich habe mir tatsächlich auch schon mal dieses hier als Ersatz dafür gekauft. Aber ich kann mich hiervon einfach nicht lösen, weil ich es so sehr liebe. Es ist so bequem und dann einfach mit einer Leggings und fertig. Oh. Naja, das hier ist jetzt eigentlich auch schon mittlerweile ziemlich uppe. Das ist auch von 2012, glaube ich, oder noch älter. Das ist relativ neu. Genau, das sind dann einfach so meine... Oberteile, das ist auch schon von 2012. Das habe ich mir auch damals gekauft, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Nee. Wie alt ist das? Als ich mit der Ausbildung fertig war. Das war 2012. Genau, meine Ausbildung habe ich 2009 angefangen. Jetzt bringe ich auch alles durcheinander. Genau, das ist einfach so ein sehr, sehr entspanntes Oberteil, was man auch gut im Sommer tragen kann. Schön mit einer Hotpant. Das ist so ein, ich mag das, Oberteil. Das mag ich auch gerne mit den Federn. Da bin ich auch mal wieder am Schwanken, weil heiße, qualitativ nicht so das Beste an den Ärmchen. Geht es mir tierisch auf den Keks. Ich kann das nur hochgekrempelt tragen, ansonsten ist es mir einfach zu kurz. Aber ich finde, dass es mir einfach unheimlich steht. Deswegen kann ich es nicht wegtun. Es kam auch mal aus dem 77 Online-Shop. Ja, das ist auch schon etwas älter, aber toll. Das ist von H&M auch ein ganz tolles Dreiviertelärmelding. Das ist von Chiquelle. Das muss ich nochmal tragen, das habe ich noch gar nicht... ausgeführt, um es mal so zu sagen. Huch. Hier haben wir das Blaue, wovon ich eben gesprochen habe. Also das gefällt mir einfach um Längen besser als das, was ich euch eben gezeigt habe, was ich aussortiert habe, weil die Farbe einfach viel, viel schöner ist, ne? Und auch der Ausschnitt viel schöner. Dann haben wir hier auch von Chiquelle. Das habt ihr auch schon öfters in meinen Sammlungs-Samstags-Videos gesehen, genau wie dieses Oberteil.
Das hier ist auch schon Asbach uralt. Das haben wir eben schon geguckt. Das ist so ein Body. Der ist auch total spektakulär, muss ich wirklich sagen. Den muss ich aber noch ein bisschen öfter diesen Sommer tragen. Am besten mit einer Hotband oder so. Ja, einfach so basic schwarze Viecher. Das hier ist auch wieder so ein Flügelärmel-Ding mit Spitze. Die mag ich einfach gerne, auch vom Stoff her. Das ist Melrose. Ich weiß nicht, wo Melrose herkommt. Ich glaube auch Bonprix oder so. Das ist ein dunkelblaues Basic-Cardigan-Ding. Auch dunkelblau T-Shirt. Das ist auch ein richtig cooler Cardigan. Ich hätte im Leben nicht erwartet, dass er mir so gut gefällt. Ich dachte erst so, ah, vom Stoff her und keine Ahnung. Aber der Stoff ist deutlich weicher, als ich dachte. Und es passt einfach super auch von der Länge her. Also mir gefällt dieser Cardigan, dieser was auch immer, richtig gut. Ja, das sind meine Arbeitsblusen, 3 Stück. Dann, den haben wir uns eben schon angeguckt von Orsay. Das haben wir uns eben auch schon angeguckt. Dann haben wir, ja, ganz klassisch, ne? Einen dunkelblauen Blazer von H&M. Einen beigefarbenen Blazer von H&M, müsste das auch sein. Ein grauer Blazer von H&M. Und das hier ist so ein Hosenanzug von Mango. Ja, wie gesagt, Unterwäscheschublade müssen wir nicht reingucken. Aber die Hosen. Die Hosen. Da muss ich kurz auf der Bettkante sitzen, weil das doch, glaube ich, etwas heftig wird hier. Weil ich da ziemlich rigoros jetzt durchgehen werde. Das sind so kurze Hosen, die ich ganz gut finde. Das sind so Capri-Hosen. Dann haben wir hier eine Hose. Das ist so eine Schlaghose. Weil ich dachte, Schlaghosen wären cool, aber ich mag sie überhaupt nicht. Ich trage sie auch überhaupt nicht. Das ist von Clockhouse, also von C&A eine Hose. Die kommt jetzt einfach mal weg. Ich fand die eigentlich ganz schön, aber ganz ehrlich, Leute, ich trage sie nicht. Auch wenn ich sie unbedingt haben musste. Denn ich habe sie nicht nur in hellblau, sondern auch in dunkelblau gekauft. Wie man hier unschwer erkennen kann. Naja, relativ dunkelblau, ne? Also, ich trage sie echt nicht. Es gibt wohl einen Grund, weswegen Schlaghosen dann auch gar nicht mehr so viel im Sortiment vertreten sind. Aber die hier darf jetzt auch einfach gehen. Es ist genau die gleiche, nur halt in einer anderen Farbe. Ich habe schon überlegt, mir daraus einfach mal eine kurze Hose zu machen. Also, dass ich die Beine abschneide. Aber das habe ich dann auch irgendwie als blöd empfunden, ne? Weil ich habe ja kurze Hosen. Und die trage ich ja auch nicht so viel, ne? Ja, hier haben wir so 2 etwas schickere Hosen. Das sind so schwarze Stoffhosen. Die sind dann natürlich super, wenn man mal irgendwie ja, auf einer Messe ist oder so. Deswegen bleiben die auch. Das hier ist eigentlich meine Gartenhose. Die aber auch weg kann, Leute. Denn ich habe eine separate Gartenhose. Und die löst sich hier am Poppes auch schon wieder in Wohlgefallen auf. Nein. Bei dieser Hose ist es ganz schön traurig, denn die habe ich letztes oder vorletztes Jahr von meinem, vorletztes Jahr war das, glaube ich, von meinem Freund zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Das ist auch eine richtig geile Gartenhose, aber die ist mir viel zu eng. Oh, als wir die gekauft haben, da ja, ging es mir gesundheitlich nicht ganz so gut, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, ich war da viel, viel dünner und mittlerweile ist sie mir einfach so eng. Ich kriege den Knopf nicht mehr zu und ich würde da auch bei weitem nicht mit in den Garten gehen. Und ich habe auch eine neue Gartenhose mittlerweile, deswegen, die darf jetzt einfach mal gehen. Auch wenn die cool ist, ne? Da kannst du ja schön Knieschoner reinmachen und so. Total praktisch, aber ja, passt nicht. Das ist so eine coole Stoffhose, die finde ich klasse, die wird auch bleiben. Auch hier wieder eine Schlaghose. Ich glaube, das ist auch eine von denen, oder? Nee, das ist noch eine andere, die hat einen anderen Poppes. Die kommt von einer anderen Firma. Ja, aber auch die darf jetzt gehen, weil sie passt eh nicht mehr. Diese Hose habe ich tatsächlich erst vor 2, 3, 4 Monaten oder so von Chiquelle zugeschickt bekommen. Aber sie passt wirklich nicht mehr. Das ist echt traurig. Deswegen wird auch diese Hose gehen, denn sie ist mir einfach zu klein. Größe 38 passt mir nicht mehr wirklich. Auch diese Hose von Chiquelle ist mir einfach zu klein. Und was ich leider auch nicht mag, ist, dass sie hier extrem rivelt. Ich weiß, dass viele das ziemlich scharf und schick und hasse nicht gesehen finden. Ich mag das einfach nicht. Ich weiß nicht. Also das ist nicht mein Style und also nicht mehr. Ich hatte damals diesen Punk-Style, wo ich das ziemlich gefeiert habe und auch extra unten die Bündchen abgeschnitten habe, damit es auch schön aufrivelt und hier Überschlitze reingemacht habe und das aufgerivelt habe und fand das total scharf. Aber nee. Nee, deswegen, diese Hose darf dann auch gehen. Das ist eine Hose in Größe 38 von Mango und die passt tatsächlich noch. Das ist eine helle Hose, die ist so, so eine Knöchel, eine Enkeljeans nennt sich das dann, glaube ich, ne? Dass man quasi die Knöchel frei hat. Aber die passt noch. Die habe ich letztens noch anprobiert und ja, das finde ich auch super.
So ein paar Hosen braucht man ja auch tatsächlich, ne? Genau. Und es ist nicht so, dass ich sage, Mensch, ich möchte Kleiderstücke in meinem Kleiderschrank behalten und darauf warten, dass ich wieder reinpasse, sondern wenn sie jetzt nicht mehr passen, dann ist das nun mal so. Ich werde mein Gewicht nicht verändern, Leute, nur weil da irgendein Kleidungsstück im Kleiderschrank ist, was mir noch gefällt. Also ergibt für mich ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn und das ist auch überhaupt nicht meine Logik und deswegen mache ich das auch nicht, weil mich das persönlich auch einfach zu sehr stressen würde. Ja, genau, deswegen, die bleibt aber. Ich glaube, die anderen Hosen werde ich jetzt einfach nochmal mit euch zusammen anprobieren, denn die habe ich noch nicht anprobiert, abgesehen von der Mango-Hose. Und dann entscheiden wir einfach mal zusammen. Da sind aber noch ein paar neue mit dabei, die wir nicht anprobieren müssen. Genau, das schauen wir dann einfach mal zusammen durch. Hier haben wir aber noch tatsächlich ein paar Röcke. Übrigens, hier ist meine neue Gartenhose, die habe ich von Aldi. Die ist richtig klasse. Meine Röcke liebe ich über alles und da wird auch nichts jetzt hier aussortiert, weil ich die wirklich, wirklich klasse und toll finde. Vor allem dieser hier, das ist mein absoluter Lieblingsrock, den finde ich wunderschön. Der müsste von, wo kommst du weg? Rock, sag mal, wo kommst du denn wohl weg? Den kann man nämlich super zu so vielem im Sommer kombinieren. Orsay, natürlich kommt er von Orsay. Ja, aber ein großartiger Rock, muss ich wirklich sagen, vom Muster, von der Passform und oh, ich liebe ihn. Der ist echt toll. Hier hätten wir die erste Hose. Hier kriege ich zwar den Knopf zu, aber es schneidet doch etwas am Bauch ein. Das finde ich unbequem und deswegen muss sie dann leider gehen, auch wenn ich die eigentlich vom Stoff her so schön finde. Also ich will am liebsten die ganze Zeit über meine Beine streicheln, weil das so ein toller Jeansstoff ist, der so fein ist und auch so schöne Schlagviecher hat. Aber es ist mir zu eng. Das tut einfach irgendwann über den Tag weh am Bauch. Das ist die zweite Hose, das ist einfach so ein grauer Jeansstoff. Die wird auch gehen müssen, auch hier kriege ich den Knopf zwar zu, aber wie man sieht, sie macht nicht viel Schönes für meine Bauchfraktion, sage ich mal, weil sie halt hier an der Seite so ein bisschen einschneidet, was ich nicht mag. Und sie sitzt in der Theorie ganz gut, aber ich komme auch ganz schwer raus. Also wenn ich nachher versuche, die Hose auszuziehen, sie ist mir auch einfach an den Knöcheln viel zu eng. Ich ziehe die im Prinzip immer komplett auf links, um da irgendwie rauszukommen. Es ist echt immer wieder ein Trauerspiel. Und wenn man schon beim Anziehen darüber nachdenkt, wie furchtbar es sein wird, da wieder rauszukommen, cancelled. Die hier will ich gar nicht anziehen, denn die heißt schon The Skinny. Die ist mir einfach viel zu eng, Leute. Das ist so eine typische Hose, in der ich leider nicht mehr atmen kann. Und deswegen wird die direkt auf dem Ciao-Stapel landen. Die kam von C&A und ja, eigentlich liebe ich C&A-Hosen, aber Größe 38 ist da einfach nicht mehr für mich passend. Leute, ich habe jetzt testweise diese Capri-Hose angezogen. Ich glaube, die hatte ich so lange nicht mehr an. Ich hatte ganz vergessen, wie eng das Ding ist. Also sowohl in dunkelblau als auch in weiß. Die wird gehen. Alter, ich kriege den Reißverschluss nicht zu und ich kann nicht atmen. Einerseits ist es echt irgendwie ein Trauerspiel, aber andererseits fühlt sich das ganz schön befreiend an, weil ich einfach weiß, dass ich da alles, ich passe da nicht mehr rein, ne? Ach. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade so befreit. Ohne Witz jetzt, ne? Wenn du deine Hosenecke guckst und dir denkst, das sind alles Klamotten, wo ich noch reinpasse, das tut gut. Hammer. Ich bin fertig. Leute, ich glaube, ich habe jetzt 3 Stunden Videomaterial zu schneiden. Krass. Ich möchte euch aber erstmal zeigen, wie voll jetzt die, nicht Kiste, wie heißt er denn hier? Wäschekorb. Ja, ich möchte euch zeigen, wie voll dieser Wäschekorb ist. Wahnsinn, ich bin gerade voll schockiert, glücklich, erleichtert. Freue mich drüber, dass ich all das dann auch spenden kann und Mensch, es hat gut getan. Mein Freund hat wieder Kleiderbügel, ich habe wieder freie Kleiderbügel. Ernsthaft? Die dürfen alle wieder in den Schrank von meinem Freund, die hatte ich ihm nämlich eiskalt gemopst. Und das sind meine ganzen freien Kleiderbügel. Und ich habe ja nicht mal alles auf Kleiderbügeln. Aber es tat gut. Auch wenn ich zwischenzeitlich die ein oder andere Pause einlegen musste, weil es hier doch in diesem Raum sehr, sehr stickig ist und ich glaube, ich etwas unterzuckert bin. Aber mein Freund hat eben zu mir gesagt, dass wir heute Abend Döner bestellen werden. Deswegen freue ich mich da schon wieder drauf. Ja, ihr Lieben,
Es hat gut getan, mit euch zusammen mal meinen Kleiderschrank auszumisten. Und ich finde es auch großartig, dass ich mich durch YouTube dazu auch tatsächlich immer wieder animiert fühle. Und ich hoffe, dass ich auch mindestens einen von euch animieren konnte, da jetzt vielleicht mitzuziehen. Und während ihr mein Video schaut, vielleicht auch den Kleiderschrank ausgemistet habt oder es demnächst vorhabt. Wenn das so ist, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Mich motivieren solche Videos immer. Ich habe nämlich letztens das Video von Mello Flori gesehen, was sie hochgeladen hatte dazu. Das hat mich dann tatsächlich auch mitunter animiert, das mal wieder zu machen. Auch wenn das eine hardcore krasse Aktion jetzt geworden ist. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, habe ich aussortiert Videos oder Sammlungsvideos? Die verlinke ich dir oben mal. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!